Ab mit die Bäcker! Yes, sir! Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Clash Royale, meinem zweiten Account Free-to-Play Richtung Arena 10 oder irgendwohin. Ich habe das Gefühl, ich spiele ja nicht oft mit dem Account, aber jedes Mal, wenn ich spiele, habe ich das Gefühl, es kommen 10 Arenen dazu und dann muss ich höher pushen als sonst. Habe ich schon für euch von meinem neuen Pokalrekord erzählt? Wenn nein, dann habe ich es jetzt hiermit gemacht. Ich bin bei 2770 knapp. War tatsächlich sogar höher. Jetzt habe ich euch vom neuen Pokalrekord erzählt. Ich war bei 2800 sozusagen, ne? Ja, das ist schon mal nicht schlecht, nicht schlecht. Lass uns ein paar Dinger aufmachen. Kriegen bestimmt eine schöne Legendary dabei. Schön wär's. Fragen mal was an. Welche Karte bringen wir diesmal auf ein Level höher? Ich glaube Mega Minion. Auch wenn er jetzt... Ja, ist okay. So, wo ist mein geliebtes Deck? Da ist mein geliebtes Deck. Ich kann den Giant endlich mal auf Level 7 machen. Damit sollte das Ganze ein bisschen lockerer gehen. Es sollte richtig locker gehen. Zack, wir kaufen noch kurz ein, damit wir das schön spenden können. Obwohl ich gar nicht spende. Und springen schon direkt in das Match rein. Versuchen jetzt unseren Rekord zu pushen. Level 10er, Chaddy 97. 97 macht ihn was denn? Scheiße, der ist volljährig. Warum ist das so, dass es für mich Leute, die 97 sind, für mich nicht volljährig wirken? Das ist irgendwie voll komisch. Egal, wir fangen mit dem Ice Mage an. Holen uns das Bonus-Elixier, holen uns den extra Bonus-Elixier, weil der Gegner nichts setzt und er setzt nichts und er setzt nichts und er setzt nichts und er setzt jetzt einen Feuerball. Okay, 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 gefällt mir, gib mir den ultimativen Push. So, Eismagier erlebt immer noch, aber der seine Defense rockt, echt, shit. Im Prinzip hat sein ein Feuerball mehr Schaden bei mir gemacht als mein ganzer Push gerade, ne? Trotzdem geschenkten Elixier und alles mögliche drum und dran. Perfekter Defense gegen die Skelettarmee, muss ich sagen. Und alles andere, was dazu kam. Und warum... So. Und das Scepter auch noch. Jesus Christ, guckt euch diesen Hawk Rider an, wie er meinen Kapturm kaputt schnetzelt. Schönes Ding. I like it, I like it. Ah, oh, das hat er auch noch. Das hat er auch noch. Guck mal, wo ist die Skelettarmee? Der hat einen Zap-Bait-Deck. Der hat ein pures Zap-Bait-Deck. So, Eismagier lebt noch, Gott sei Dank. Wird der Feuerball aus... Der wird noch eine Skelettarmee... Ah, ne, das ist die erste. Okay, gerade mal so, aber der... Puh, der Eismagier und der Mega Minion wird das Ding rocken. Der Eismagier und Mega Minion, der wird das Ding rocken. Der rockt es auch, ihr seht es. Turm ist down. Fast. Shit. Ist nicht so geil, ehrlich gesagt. So, wird er das Ding noch defenden? Irgendwas? Nein, nur ein Eisgeist. Reicht der Eisgeist aus? Und er reicht aus. Verdammt. Egal. Feuerball und Seppen muss das Ding regeln. Tut es aber nicht. Ich mache nur 190 Schaden. So. 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 Er setzt Feuerball, der alles vernichtet, mehr oder weniger. Zack, zack. Hühnerkack. Alright. Hat der Mega Minion gerade ultra lang gebraucht oder kommst du mir nur so vor? So, sieht doch gut aus. Zack, wir setzen noch einen Giant aus, einfach weil wir können, wollen und können. So, zack, auch das hier. Okay, harte Defense. Okay, der Turm ist leider down. Der Turm ist leider down, den rechten habe ich noch nicht mal angekratzt. Schade. Ah, gefährlich, ne? Wenn der Levelvorteil so hoch ist, dass du hier nicht mal ankommst. Okay, ich muss jetzt schon Feuerball machen. Ich muss jetzt schon Feuerballen, weil der Turm... Ah, verdammt, mir fehlt das Elixier vorne und hinten. So, zack. Come on, Defender das Ding. Zu spät. Zu spät. Schade, 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 schade. War ja echt gut im Vorteil dadurch, obwohl er drei Levelvorteile hat, ne? Ich habe Level 7, er hat Level 10. War dabei gut dabei. War echt gut dabei am Anfang. Das hat noch ganz gut funktioniert. Hätte ich nur diesen einen Turm links geholt, bevor ich da der Elektromagier alles weggesnackt hat. Dann hätte ich... Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Der Hawk Rider hat schon ziemlich viel Schaden verursacht. Wir pushen mit dem Joint. Holen uns das... Ja, wir holen uns kein Bonus-Elixier. Ne? Das ist Ed. Da will ich mir immer dieses Bonus-Elixier gönnen am Anfang, aber der Gegner setzt irgendwas mit. Und dieses Mal ist es die gute Schlüpperträgerin, die Valkyrie. Ihr wisst Bescheid, Leute. Wenn ihr meinen Top 10 Frauen gesehen habt, wisst ihr Bescheid, dass das die ultimative Schlüpperträgerin ist. Es ist ein Kampffeld. Es ist ein verdammtes Kampffeld. Und die trägt einen Schlüpper. Just saying. Just fucking saying.
Und Mini-Packer hat ein paar Existenzprobleme, da weiß nicht so recht, was er werden will. Ein Inferno-Vernichter oder ein Bowler-Vernichter, aber ja gut. Der Push funktioniert nicht. Der Push funktioniert nicht. Bowler wirft alles zurück. Auch das wirft alles zurück. Der wird eh schneller sein als meiner, von daher ist egal. Zack, 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 zack. Alles down. Bowler wartet noch ein bisschen. Der hat kurze Kuschelpause gemacht. Mache ich's nicht? Oder, der Turm ist gerade. Und dann drückt er den Eismagier einmal kurz weg und dann denkt er sich, ja, es ist schon geil, wäre das, wenn das Inga gepusht werden würde. Wo ist der Inferno? Da ist der fucking Inferno. Wiss ich doch. So. Valkyrie geht down. Geh kaputt, Mann. So, Mini-Packer ist am Turm dran. Nice. Zack, zwei Schläge. Superschön. Hätte ich vielleicht links pushen sollen? Ja, hätte. Hätte, Fahrradkette. So. Der macht ein bisschen Schaden, nicht schlimm. Aber jetzt pushe ich rechts, weil ich es kann, weil ich es will. Ich vergesse immer, dass meine Karten ein bisschen zu wenig gelevelt sind. An sich, Kobolde kannst du hinsetzen. Holzknüppler, da, der wird da nichts machen. Der schafft da schon nichts. Was ist jetzt eigentlich seine Killerkarte? Der hat keine, ne? Bowler und vielleicht der Holzfäller, sehe ich jetzt. Aber bisher eher schwach. Wir halten Feuerball bereit. Er macht jetzt einfach einen Push. Er macht einfach einen Push. Push, push, push. Okay, der Push rollt. Der Push rollt, der ist giftig. Da ist Schmack drinne. Macht Pfeile. Wir machen Mini-Packer. Schon wieder Valkyrie. Verdammte Scheiße, hier kommt eine Menge an. Und Mini-Packer kommt nicht an den Turm dran. Zu wenig Power. Come on, ich will diesen Level 10er vernichten. Ich will ihn anrotzen. Ich will irgendwas mit dem machen, aber bestimmt nicht gewinnen lassen. Oh, die hat er auch noch. Verdammt. Hat er jetzt einen Sepp gehabt? Der hatte Pfeile gehabt, ne? So. So, Giant ist dran. Zack, wir zappen das Ganze. Und es reicht wahrscheinlich nicht aus. Es wird nicht ausreichen. Ich brauche mehr Power. Komplizierte Sache. Ohne Flachs. So, irgendwas muss ich machen können. Dieser Inferno ist Kacke. Inferno ist Kacke und der ist auch Kacke. Die sind auch alle Kacke. Ihr seid alle Kacke da. So, lass meinen Mini-Packer in Ruhe. So. Schaffst du es? Den lässt den Mega-Minion in Ruhe? Okay, doch nicht. Ah, verdammt, das wird ein Unentschieden. Der letzte Mega-Minion hätte es geschafft, hätte noch die Feuergeister nicht rausgesetzt. Verdammt. Oh, ich hätte fast diesen Level 10 abgegrast. Und ich hatte das Match schon unter Kontrolle. Das war echt unter Kontrolle. Seine Leaderbahn waren kein Problem. Aber es hat dieser letzte Punch hat nicht gefehlt. Ne? Was ist heute los? Ich krieg noch Level 10er hier. Das ist heute atemberaubend. Sind ihr alle wieder abgestürzt von Arena 12 oder wo kommen die alle her? Was macht ihr hier unten? Gott, steigt denn mal ein bisschen auf, damit ich ein bisschen höher komme. Okay, meine Starterhand ist AIDS. Die ist kacke und da kommt eine Rocket. Okay. Teuerste Push in meinem Leben, den ich gesehen habe. Aber leider auch effektiv. Der wird diesen Turm holen wie sonst was. Ich hätte jetzt die Skelette mehr absetzen können. Ich nutze den Elixiervorteil, um vielleicht den Turm zu holen. Vielleicht. Ich hoffe mal, der setzt vielleicht noch was links. Nein, tut er nicht. Wahrscheinlich hat er Inferno, oder? Das wäre schon das dritte Match mit Inferno. Heute ist Inferno-Tag. Ja, heute wird es brutzeln. Heute ist Brutzeltag. Yes! Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch verdammt nochmal gesagt. So, der Giant verreckt und der Mini-Packer verreckt. Es verreckt alles. Ich hab nix. Guckt euch das an. Level 11 Minions! Ihr habt nix gesagt. Dieses Match wird eine Katastrophe. Vernichte diesen Prinzen, ey. Danke. So, er hat jetzt verdammt viel Elixier ausgegeben. 6 für den Prinzen, ne? Also mit Wut. Und sogar 7 mit Wut. You would, mate. So. Wir starten aber diese Geschichte hier, in der Hoffnung, dass es ausreicht. Er hat einen Henker am Start.
Der Mega Minion driftet ein bisschen ab, aber der verteilt ein paar Ohrfeigen an den hier Henker. So. Lass den Riesen in Ruhe. Der Riese macht schon sein Ding. So, zack, Inferno-Turm kaputt. Turm ist gut angeschlagen. Der Eismagier wird noch ein bisschen Damage machen. Nichts Wildes. Kommt noch irgendwas oben drauf? Nein? Darf es was zum Mitnehmen sein? Gut. Wir starten direkt gleich den nächsten Push. Er hat viel ausgegeben, um das zu verteidigen. Aber er hat sein Turmlenk sicher. Ne? Ich versuche hier nur gerade was auszugleichen, was zu kompensieren. Was ehrlich gesagt gar nicht mal so leicht ist. So. Ah, die hat er auch noch. Okay. Noch schwieriger. Come on, Giant, du musst mindestens 2 Schläge schaffen an der ganzen Geschichte da. Okay, hat er nur 1 geschafft. Kriegst Bonuspunkte für einen Versuch. At least you tried. Was wird das denn? Da lebt noch alles. So. Lass ich es laufen. Zack. So, es könnte was kommen. Es kommt auch. So, wir pushen links. Egal, den Turm haben wir. Wir pushen jetzt links. Gott, das wird schwierig. Das wird ein super schwieriges Match. Weil heute ist erstens Inferno-Dach und irgendwie AIDS auch. Ist alles im einen. Da kommt jetzt das da an. Müssen ein bisschen verteidigen. Defense aufbauen. Schluckt den Droll Giant Penners. So. Ein paar Kobolde haben sich entschieden, nach rechts zu laufen, aber ich konnte Damage machen. Tatsächlich. Ich konnte tatsächlich links Damage machen. Das gar nicht mal wenig. Oh, da setzt noch die Luckys aus. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ich finde die Luckys gerade super. So, den finde ich auch super. Alle super, ehrlich gesagt. Der Eismagier macht gerade einen wunderschönen Job. Wunderschöner als eure Freundin. Ohne Shit. Falls ihr eine habt, war das gerade wunderschöner als eure Freundin. Und es wird schon wieder ein Unentschieden, oder? Komm on, Mega Minion, verteil ein paar Ohrfeigen, das Ding muss down gehen. Wie sonst was. So. Oh, verdammt, das könnte... Oh, yes! Yes! Oh, verdammt, der Scheiße. Ah, danke, lieber Clash Royale Götter. Danke. High Five, Leute. Flop. Es hat funktioniert. Das war mehr verzweiflungshart, aber... Oh. Gegen Level 11 Minions. Gegen Level 11 verdammte Minions. Und Level 11 Elite-Barbaren. Das ist ungefähr das, was ich auf Arena bei 4300 Trophäen treffe. Level 8 Hawk Rider. Level 5 Wut. Level 8 Inferno. Hat sich mein Level 5 Feuerball ganz gut getan. Und Level 8, ne, Dinger, ja. Yes, das war schön. Wir kriegen noch ein bisschen Knall. Wir knallen gleich noch einmal Level 10 auf die Fresse. Heute ist Level 10er Tag und Inferno Tag. Wir haben einen Unentschieden geschafft. Wir haben einen Win geschafft. Jetzt kriegt noch ein Level 10er auf die Fresse. Ihr sollt hier alle mal verschwinden. Rutscht ab irgendwo hin. Aber geht einfach aus meiner Trophäenreichweite raus. Nichts für ungut, wenn ihr Level 10 seid und in der Trophäenreichweite ist. Nicht falsch verstehen. Ich mag euch. Aber ich mag die nicht, weil ich gegen die spielen muss. Ja, das ist ein feiner Unterschied. So, ein bisschen... Ich krieg Damage. Wir kriegen Damage. So. Ah, oh, are you serious? Ah, oh, der Sepp killt die nicht. Eismagier killt die nicht. Ich habe heute echt Glück, was das angeht. Ohne Shit, guckt euch das an. Der eine Ballon hat alles fertig gemacht, bis mein Mega Minion endlich hier zum Zuge kam. Und der Feuerball tötet nichts, Eismagier tötet auch nichts. Herrlich, das wird wunderschön heute. Ich hätte so gerne noch einen Level 10 einen auf die Fresse gegeben, aber anscheinend wird das nichts. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich diesen Lava-Hund kaputt mache. Das kann dauern. Lehnt euch zurück, holt euch was zum Kauen. Das guckt zu, wie der Lava-Hund gerade ein bisschen braucht und meinen Turm dabei vernichtet. Und die Lava-Pups noch ewig lange rumstehen. Und er gefühlt 1000 Einheiten hat, die ich feuerballen kann. Gott, das ist ein Feuerball-Sepp-Bait-Deck, was auch immer. Gibt es Feuerball-Sepp-Bait-Decks? Wenn nein, dann habt ihr es jetzt eins. Verdammt, dieser Mini-Pi. Okay, aber ich habe gar nicht mal so wenig Schaden machen können. Ist okay, aber Feuerball-Hexe, Magier.
Die Skelettarmee wird wunderbar. Die wird echt wunderbar. Da freue ich mich jetzt schon drauf. So, wir müssen irgendwas machen. Dieser Ballon muss sterben. Und Eismagert braucht zu lange, um das Ding kaputt zu machen. Und ich habe nicht genug... Scheiße. Gegen den Loon war nix. Da kam nichts durch. Welcher Level hatte der? Der hatte gar keinen so hohen Level, ne? War nur Level 4. Ja, nee, Level 5. Hab nichts gesagt. Nee, weil was hätte ich nur anders machen sollen? Ich habe Eismagier, ich habe Mega-Minion ausgesetzt. Mehr kann ich nicht machen, um das Ding rauszufischen. Eismagier war zu doof für die Skelette und Mega-Minion war zu doof, um den Ballon fertig zu machen. Hey, Level 9er! Marco, ich mag dich, du bist mein bester Freund. Und Level 6 Hawkrider, ich mag dich noch mehr. Zack, kein Treffer. Denied. Denied. Arsch. Ah, das ist doch endlich mal... Das ist doch endlich mal was für mich. Wir setzen noch Mega-Minion aus. Guck mal, mach die doch endlich mal kaputt. Danke. Ah. Okay, der Giant wird seinen Schaden machen. Der wird sogar viel Schaden machen. Wir setzen noch das aus. Aber weil wir können, noch ein Punch. Sehr schön. Sag ich doch, endlich mal meinen Kragen weiter. Damit kann ich mitkommen. Mithalten. Mitkommen. Wollt ihr mitkommen? Oder wollt ihr mithalten? Oder wollt ihr beim Mitkommen mithalten? Ist alles so kompliziert. Das Leben ist kompliziert, Leute. Was ist denn da gerade kaputt gegangen? Mach die Ballader-Baban kaputt! Verdammter Henker! Verdammt. Habe ich nicht irgendwas über den Henker gesetzt, damit er abgelenkt wird? Verdammt, ich habe so viel Schaden kassiert. Warte, was habe ich ausgesetzt? Ich habe Mega-Minion ausgesetzt, ne? Warum ist er schon tot? Das war Katke. Das war AIDS. Egal, ich glaube, ich krieg das Match noch gedreht. Er setzt jetzt vor allen Dingen noch die Minions. Okay. Du weißt schon, dass sie gegen den Elite-Dings nicht klarkommen, ne? Okay. War mal gerade 3 Elixier, war zu viel, aber egal. Ich krieg den Tower noch. Der hat keine Inferno. Das heißt, der Giant kommt gut durch. Riesenskelett hat er sowieso jetzt auf links gesetzt. Das heißt, wir können hier pushen. Mach das mal. Und wir supporten mit Feuerball vielleicht gegen die Hexe. Ist auch okay. Und Bams. So. Zack. Und zack. Der Giant macht schon sein Ding. Habe ich keinen Stress mit. Der Riesenskelett stirbt auch. Habe ich auch keinen Stress mit. Ich hab selten Stress. Merkt ihr, ne? So. Zack. Er seppet noch einen Kur mal kurz. Und da kommt nochmal das Riesenskelett. Okay. Gehe ich jetzt schon mit Giant drauf? Es wird schwierig, an denen durchzukommen. Das ist halt das Problem. Das ist das Hauptproblem. Und er hat noch die Elite-Barbies. Und wenn ihr dann bitte noch irgendwas setzt, dass man das Ding da kaputt machen kann. Zum Beispiel das hier. Wird jetzt schwierig. Okay, zack. Da kommt das. Der Henker darf nicht kommen. Henker. Zack. Okay, Elite-Baba. Elite-Henker. Und schon wieder ist der Mega-Mini-Packer tot. Was ist mit dem Mini-Packer heute tot? Los, nicht tot. So. Oh Gott, das wird knapp. Könnten unentschieden sein. So, kommt noch irgendwas oben drauf? Darf es was sein zum Mitnehmen? Feuerball vielleicht? Zack. Alright. Das muss einmal weg. Das dahin. Okay. Ich drücke hier noch vielleicht einen Unentschieden raus. Ah, verdammt, ein Elixier hat nicht gefehlt. So, komm mal hier nach links. So, danke. So, zack. Zack. Okay, jetzt ist der Push. Come on. 10 Sekunden. Push die Scheiße aus dem Ding raus. Mach die Hexe fertig. Mach alles fertig. Ja, Medipacker. Yes! So. Ich hab's euch gesagt, das wird der Push. Es war der Push. Marco. Ach ja, ich muss noch ein paar Lachsmiles hinterherhämmern, ne? Hat doch gerade jemand ein paar zu viele rausgehämmert, ne? Ne? Dreckiger Boss. Ah, ich liebe es. Ich liebe es, Gegner fertig zu machen, die zu viele Smileys rausfällen. Komm, lass mal noch einen raushauen. Der hat bestimmt noch nicht weggedrückt. Wusstet ihr, dass man von den Dingern inzwischen 100 spammen kann?
Das haben die irgendwann mal heimlich erhöht und so gut wie nicht bekannt gegeben. Aber jetzt kann man von den Dingern 100 spammen. Fast unendlich. Ja, Leute. High five. Das war super. Das war echt super. Wir haben keinen neuen Pokalrekord, aber wir haben richtig fette Matches gewonnen. Aber zumindest haben wir mehr Trophäen als am Anfang des Videos und satte 3 Punkte. Hinterlasst einen Daumen hoch für richtig knappe Dinger, aber richtig spannende Dinger vor allen Dingen. Und vor allen Dingen diese Genugtuung. Diese Genugtuung bis zum letzten Moment. Es war schön, es war schön. Und hinterlasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mehr Flosse. Flop.